Hier liegt eine Plattenkiste, by the way. Ich habe die gedroppt und nicht benutzt. Perfekt. Wo? Zack, hier. Ja, Freunde, wir sind wieder zurück in Warzone und ich glaube, wir haben uns noch nicht so ganz von dem Schock, von dem Farmers Shotgun-Aufsatz erholt. Der wurde nämlich Standpunkt jetzt immer noch nicht gepatcht. Bin gespannt, wann das endlich passiert. Aber heute soll es um eine sehr ähnliche Waffe gehen. Auch um eine Shotgun, nicht ganz so stark wie der Farmers Aufsatz, keine Angst. Aber eine Waffe, die eventuell sogar der MP5 Konkurrenz machen könnte im Nahkampf. Aktuell ist es ja wirklich so, brühen eigentlich das Sturmgewehr bzw. das LMG, was am meisten gespielt wird, die Primärwaffe, die am meisten gespielt wird und Sekundärwaffe eigentlich ja MP5. Lassen wir den ganzen Farmers-Rotz da jetzt erstmal raus. Aber es hat sich in letzter Zeit so ein bisschen herauskristallisiert, dass es da eine Shotgun gibt, die extrem, extrem krass ist. Und ich glaube, der eine oder andere hat da schon sehr, sehr viel zu gesehen. Ich habe die ja auch im Stream genutzt. Und bevor Leute sagen, also es geht natürlich um die Origin, wer es noch nicht wusste. Und bevor Leute sagen, ich habe abgeguckt bei dem YouTuber, weil das lese ich ganz, ganz oft in den Kommentaren, egal zu welcher Waffe ich ein Video mache, möchte ich nur einmal ganz kurz gesagt haben, eine Woche vor Season 5 ungefähr oder sowas habe ich schon angefangen, die im Stream zu leveln, die Origin, und habe dann mir eine Klasse gebaut. Und die Klasse ist jetzt genau die, die jetzt jeder YouTuber schon gezeigt hat, die ich heute auch zeigen werde. Also ich würde sogar behaupten, dass ich einer der ersten Deutschen war, der da quasi mit angefangen hat. Jetzt no front an irgendjemand anderen oder sowas. Ich habe nur keinen Bock auf die Leute, die in die Kommentare schreiben, das hätte ich irgendwo geklaut, weil das habe ich auch nicht nötig. Unabhängig davon gucken wir uns heute mal an, kann die Origin eventuell mithalten, kann die Origin eventuell sogar besser sein als die MP5. Darüber reden wir gleich. Jetzt gibt es erstmal ein paar kurze Gameplay-Szenen mit der Origin, damit ihr auch sehen könnt, was die so alles kann, weil die kann wirklich geisteskrank gottlos stark sein. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Dann sieht man sich gleich wieder im Klasseneditor. Beste Klasse, Stats und alles gibt's gleich. Viel Spaß. Er ist im Haus hier. Ah, okay, ist schon tot. Perfekt. Das ging schnell. Close. Knock. Hey, ist einer hier? Safe bei dir, safe bei dir. Wo ist er? Ich seh nicht. Coming. Nein, er ist One-Shot! Oh mein Gott. Der schreit. Digga, Origin so gottlos. Er ist weak. Oben, ganz oben drauf. Gutes Aim. Oben drauf? Mhm. Was? Nice. Ist das gottlos, Digga. Das ist ja... Was ist das denn jetzt hier? Bin so dumm. Hä? Ach, Digga! Hab einen. Ja, da sind wir wieder. Ich glaube, man hat relativ gut sehen können, dass die Origin auf Close Range auf jeden Fall sehr, sehr vernichtend sein kann. Die beste Klasse gibt es gleich. Davor, wie immer, erstmal ein paar Stats. Leider gibt es auf der Seite codgundata.com, wo ich sonst immer die Waffen vergleiche und mir die Informationen quasi herhole, keine Daten zu Shotguns. Und noch zu was anderem, was mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, Pistolen oder so. Das heißt, diesmal mussten wir selbst testen, wie gut die Origin ist. Und ich habe natürlich die richtigen Aufsätze drauf gemacht. Und dann haben wir das Ganze kurz getestet. Und seht selbst, was dabei rumkam. Denkst du, warte mal, ich try mal 5 Meter. Okay? 5 Meter Oberkörper.
Shield Hit. Kein Shield Break. Mhm. Kurz vor? Nee, ich habe noch eine Platte und ein bisschen. Oh, krass. Heftig, okay, gib dir mal Full Plates. Lol, nee, gib keinen One-Shot auf die Brust. Okay. Wie viel bist du? Wie viel Leben hast Hälfte du dann? Leben. Hälfte, Hälfte Leben. Leben, okay, also so 50 HP brauchst du noch. Also dann gib dir so 200 Damage. Ciao, Moneybox. Plattenbox. Dann gib dir so 200 Damage auf Oberkörper, auf Close Range, ne? Okay. Ja, ja, mit zwei Plates, dann müsste One-Shot sein. Dann müsste genau One-Shot sein mit zwei Plates. Dann tryen das, tryen das. Okay, eins, zwei Plates. Auf die Range, genau jetzt One-Shot. Ja. Ja. Okay, mit zwei Plates Run-Shot. One-Shot auf Close Range. Was ist die Maximum Range? Das will ich jetzt mal probieren. Also die Maximum. 17 Meter. Krieg ich von dir noch Hitmarker? Ja. Ja, krieg ich, okay. 20. Safe. 26, ne, und 25. Warte, muss ich wieder neu markieren. 25 Meter und. Ja. Ja. 25 Meter. Okay, ich versuche mal Headshot. Headshot dürfte ja One-Shot sein, ne? Close Range. Ja, safe. Oh, wusste ich nicht. Okay, okay, dann denkt man immer, wenn man halt jemanden One-Hit gibt, dass der Full Plates war, aber der ist nie Full Plates. Also du kannst mit Full Plates keinen One-Shot-Headshot mit der Origin geben. Aber du warst fast One-Shot jetzt, oder? Hälfte Leben noch. Hälfte Leben, okay, ja, dann 200 Damage ist das Maximale, was du pro Schuss bekommen kannst. 5 Meter Headshot, denkst du? Nee. Dass du nicht One-Shot bist? Nee. Doch, safe. Ich glaub nicht. Wow! Ich verliere jetzt so früh Range. Wie viele Platten hast du noch? 1 mm Platten. Krass. Aber dann sind es 100 Damage oder so gewesen jetzt, ne? Dann ist wirklich das Krasse bei der Origin einfach nur, dass du die halt so, ne? Naja. Ich mach mal auf Buddy, wie viele Hits wir brauchen, okay? Auf 2 Close Range. Ja, 2 bei Buddy, okay. So, ich try 5 Meter. Ey, ja genau, 5 Meter, okay. 3 schon, okay. 7,5, okay. Immer noch 3. Nice. Okay, 3 Platten, 10 Meter. 1, 2, 3. Vier Kugeln. Okay. Ja, da sind wir wieder und die kurzen Erkenntnisse. Ihr könnt nicht mit der Origin jemanden mit einer Kugel töten, egal ob in den Kopf oder auf den Oberkörper. Es gibt, glaube ich, gar keinen Headshot-Multiplikator, so viel ich jetzt bemerkt habe. Auf Close Range könnt ihr jemanden mit Kugeln auf den Oberkörper mit zwei Kugeln töten. Auf 5 Meter beginnt die 3-Schuss-Kill-Range und irgendwo zwischen 7,5 und 10 Meter beginnt dann die 4-Schuss-Kill-Range. Das ist eigentlich für einen Shotgun ganz okay, würde ich sagen. Ich denke mal, es gibt stärkere Shotguns, aber die Origin ist halt sehr, sehr krass, weil mit der kann man ja sehr, sehr schnell auch schießen. Und wenn ihr wirklich in einem Gegner drin steht, mit zwei Kugeln ist er tot. Und das ist halt wirklich nicht schwierig, vor allem mit einer Shotgun. Die hat ja einen riesengroßen Bereich, wo die hinschießt und das ist wirklich sehr, sehr einfach zu benutzen. Ist mal was anderes als MP5 den ganzen Tag als Sekundärwaffe zu haben. Ob die jetzt letztendlich stärker ist auf Close Range mit Sicherheit, ja. Aber ich denke, wenn ihr die MP5 gut beherrschen könnt, die ja bis über 10 Meter ungefähr ihre Maximum Damage Range hat, da kann man auch mit einer MP5 gegen eine Origin gewinnen. Aber die Origin ist in vielen, vielen Hinsichten eigentlich sogar die bessere Waffe, weil so ab 15 Meter oder sowas werdet ihr ja sowieso eigentlich nicht mehr mit eurer MP5 oder eurer Origin pushen. Alles, was darunter liegt, eben so 5 bis 10 Meter oder 0 bis 10 Meter, sage ich mal, das ist ja, sage ich mal, der Bereich, wo man eben seine Nahkampfwaffe, seine Zweitwaffe eben benutzt. Und da ist die Origin halt schon sehr, sehr krass und meiner Meinung nach auch in vielen Hinsichten, in vielen Situationen auch besser sogar als die MP5. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr besser findet oder was ihr lieber spielt, MP5 oder Origin. Ich weiß, richtig viele sind gar keine Fans von Shotguns und ich eigentlich auch nicht, aber hat mir jetzt mal Spaß gemacht, zum ersten Mal überhaupt seit Warzone Release mal irgendwie keine MP als Sekundärwaffe zu spielen oder keine Sniper, so wie es am Anfang war, sondern wirklich mal eine Shotgun habe ich davor wirklich noch gar nicht gespielt. Aber kommen wir zur Klasse, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe die hier ab und zu mal mit der FRL gespielt, mit der Brühen ist das Ganze natürlich noch krasser. Der erste Aufsatz wird für den einen oder anderen eventuell etwas ungewohnt sein, weil normalerweise ist da ja immer der Schallimpfer Monolith drauf, aber hier hat jeder die Würgebohrung drauf. Da bekommt ihr erstmal geringere Streuung, was ja sehr gut ist. Das heißt, eure Kugeln fliegen nicht mehr so in alle Richtungen, sondern die fliegen eben etwas enger zusammen. So könnt ihr den Gegner besser mit allen Kugeln, die aus der Shotgun rauskommen, treffen. Und es bringt noch mehr Reichweite als der Monolith-Schalldämpfer. Also auf jeden Fall sinnvoll. Ihr werdet halt auf dem Radar angezeigt, aber gut, ist halt so. Beim Laufen nehmen wir auf jeden Fall den längsten Lauf mit. Das ist der Forge-Tech-Pfählerlauf, der letzte Lauf, den man freischaltet. Und ich finde, man merkt auch im Vergleich zur Origin, die man auf dem Boden findet, ist die Klasse schon deutlich krasser auch. Also auf viele, viele Meter mehr könnt ihr da quasi die benutzen. Die Origin vom Boden kann man ja wirklich gefühlt nur auf 2,5 Meter oder so benutzen. Alles danach bringt gar nichts mehr. Ganz rechts, das seht ihr gerade nicht. Beim Schaft gehen wir drauf und wählen ohne Schaft aus, weil
Klar, ihr bekommt dadurch weniger Präzision und alles mögliche Zielstabilität, aber wen juckt das bei einer Shotgun? So seid ihr nochmal ein bisschen beweglicher, was halt mit einer Nahkampfwaffe schon sehr, sehr vorteilhaft ist. Also auf jeden Fall den Aufsatz mitnehmen. Munition könntet ihr natürlich auch das 25-Schuss-Magazin mitnehmen. Das zieht euch aber, ich schätze auch mal so 5-10% Movement Speed ab, wie bei der ISO das 50-Schuss-Magazin. Deshalb würde ich es nicht mitnehmen. 12 Schuss reichen komplett aus und lädt auch sehr, sehr schnell nach. Also auf jeden Fall nicht das Trommelmagazin mitnehmen, bringt gar nichts. Und dann habe ich noch den 5mW-Laser drauf für die Präzision aus der Hüfte und zum Sprinten nach dem Feuerntempo. Das heißt, nach dem Sprint habt ihr die Waffe schneller schussbereit, was auch sehr, sehr nice ist. Und eben nochmal Präzision aus der Hüfte. Ihr kommt nochmal auf ein kleineres Fadenkreuz, was auch sehr, sehr wichtig ist bei einer Shotgun. Und so holt ihr auf jeden Fall das Beste aus der Origin raus. Viel Spaß mit der Klasse und man sieht sich im nächsten Video. Haut rein.